Willkommen zurück beim Let's Play von Silver Sword. Wir haben uns aus der Anfangskarte Castle Cranborough ein wenig entfernt und sind jetzt unterwegs im Wald, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln und zu schauen, was das Spiel so für uns bereitet. Und anfangs erwähnte ich, dass es eine Frage ist, ob man sechs oder sieben Charaktere mitnimmt. Hier sieht man den Vorteil, wenn man nur sechs Leute mitnimmt, also mindestens einen Platz freilässt. Es möchten sich ab und zu Kreaturen der Gruppe anschließen. Das machen wir jetzt mal, indem wir diese Baumspinne in die Gruppe aufnehmen. Die wird dann direkt in die erste Reihe gestellt, ganz vorne hin. Naja, schauen wir mal, wie sie sich im Kampf bewährt. Zur Orientierung, wo wir uns befinden. Wir befinden uns gerade südlich des Eingangs der Burgruinen und haben gesehen, dass es hier hintenrum sozusagen auch nochmal einen Geheimeingang gibt, der zu einem magischen Brunnen führt. Was ich jetzt vorhabe, ist, ich werde mir einen schönen Platz suchen, wo ich erstmal ein paar Gegner finde und die ja, versuche zu bezwingen, vielleicht auch schon ein bisschen mehr Gegenstände noch finde. Und dazu bewege ich mich jetzt erstmal rein südlich der Ruinen. So, das ist die zweite der festen Begegnungen außerhalb der Ruinen. Das sind nämlich acht Goblin-Halbstarke, die sind etwas stärker als die Goblin-Welpen. Deshalb sollten wir hier auch mit ein bisschen Taktik vorgehen. Also, der Mönch haut natürlich drauf. Der Paladin hat noch den aktiven Zauber, der kann auch draufhauen. Der Barde spielt mal das Lied der Heilung. Unser Dieb versteckt sich, kann jetzt auch nicht mehr angreifen, weil er Juliette ja auf Platz 5 gerückt ist und damit in die zweite Reihe. Wir zaubern wieder unsere störenden Winde, das ist gut mit dem Rüstungsschutz. Und Gertraud macht auch erstmal. Ah doch, wir haben jetzt Wurfmesser. Sie wirft ein Wurfmesser. Dann wollen wir mal. Verstecken hat geklappt. Baumspinne, naja, trifft nicht. Okay. Das Gute ist, dass diese wandernde Kreatur die Baumspinne auch ein alternatives Ziel darstellt. Das hatte ich vergessen. Christine hat ja ihre Stimme verloren. Die muss erstmal ein wenig Bier oder Wein zu sich nehmen, damit das wieder klappt. Übrigens kann sie ein Lied pro Erfahrungsstufe spielen. Das heißt, sobald sie aufsteigt, hat sie dann zwei Lieder zur Verfügung, bevor sie trinken muss. Und während des Levelaufstiegs werden diese Lieder auch wieder aufgefüllt. Nichtsdestotrotz, wir werden es weiterhin mit Angriff versuchen und sie wird zum Kampf mal den Krug Bier zu sich nehmen. Ja, so viel Luxus muss sein. Juliette kann aus dem Hintergrund angreifen und die beiden Zauberer werden ihre Wurfmesser werfen. So, wieder ein Stich aus dem Hintergrund. Wunderbar. Ein Goblin weniger. So, ah ja, hier. Christine hat jetzt den Krug Bier benutzt, also getrunken, ihre Stimme gereinigt, kann ab sofort also das Bardenlied zum Besten geben. Der Rest tut sich ein bisschen schwer. Man sieht, dass diese Goblin-Halbstarken doch einiges an Rüstung haben und das Treffen nicht ganz so einfach ist. Das kann sich also ein bisschen ziehen. Und sie verteilen auch ganz gut, wie man sieht. Christine hat jetzt zweimal einen Hieb mitgekriegt, ist noch nicht tot. Sie ist bei minus 5 Lebenspunkten. Das bedeutet, sie ist erst nur bewusstlos. Wäre die Negativpunktezahl so hoch wie ihre Trefferpunkte, die sie im gesunden Zustand hat, also minus 19 oder was sie da hat, dann würde sie sterben. Das ist ein kleiner Unterschied zu den früheren Bard's Tale Spielen, da war man bei 0 oder weniger direkt tot. Ist hier nicht ganz so hart geregelt. Dummerweise kann sie jetzt natürlich ihr Liedchen nicht mehr singen, sie ist automatisch auf den letzten Slot gerutscht. Mal schauen, ob wir es auch trotzdem schaffen. Der Mönch haut drauf. Unser Paladin ebenfalls. Der Dieb ist jetzt aus seinem Versteck wieder rausgekommen und geht, immerhin hat sie eine gute Rüstungsklasse, direkt zum Angriff über. Agnesha hat nichts, womit sie jetzt Christina helfen könnte, aber sie hat zumindest ihren Feuerstrahl, den wird sie zaubern. Und Gertraud hat aber erste Hilfe. Das ist ein Heilzauber. Den wendet sie auf unsere Bardin an. Ja, der Dieb ist gut. Juliette ist wirklich gut. Oh, die Baumspinne hat auch mal getroffen. Schön. So, wir sehen, Christine wurde geheilt, hat aber leider nur drei Lebenspunkte.
Das reicht noch nicht aus, um sie wieder nach vorne zu stellen. Da wäre sie beim nächsten Hieb vermutlich direkt wieder am Boden. Aber schauen wir erstmal, wie sich das weiterentwickelt. Oh, hier hat der Goblin sogar dem Feuerstrahl widerstanden. Auch das ist möglich. Es gibt magieresistente Gegner. So, wir machen das Ganze nochmal. Erste Hilfe auf Christine. Christine kann natürlich jetzt wieder und sie spielt jetzt endlich ihr Lied des Lebens. Nützt der ganzen Gruppe auch. Die Lebenspunkte-Regeneration, ja, sofort bekommt sie auch ein paar ein Lebenspunkt dabei aufgrund des Liedes. In höheren Leveln wird das Lied des Lebens mehr Lebenspunkte heilen. Ja, jetzt hat sie schon wieder 12 Lebenspunkte, da können wir sie eigentlich schon wieder nach vorne stellen. Wobei die Kombination jetzt gerade ganz gut klappt. Solange die Baumspinne die Hiebe auch einstecken kann. Wir sehen aber, dass unser Hagen langsam auch Probleme kriegt. Deswegen bleiben wir bei unserer Taktik. Nur Gertraud, sie hat noch Zauberpunkt übrig, wird jetzt mal anfangen, den Paladin zu heilen. Dummerweise kann Christine aus ihrer letzten Position nicht angreifen. Die hat einfach keine Fernwaffe, also tut sie jetzt erstmal nichts. Geht es wieder etwas besser. Aber diese Goblins sind doch eine zähe Truppe. Aus diesem Grunde könnte ich jetzt Juliette nochmal in den Hinterhalt schicken. Wenn sie das schafft, sind die Chancen, dass sie in der Runde darauf trifft, besser. Unsere Zauberin zaubert einen Feuerstrahl. Der macht auf jeden Fall mehr Schaden als das Wurfmesser. Und die Magierin wird trotzdem jetzt mal auf das Wurfmesser zurückgreifen. Die Zauberpunkte, die sie hat, sparen wir uns auf für den nächsten Fall, den wir eventuell heilen müssen. Christine macht weiter nichts. Und los geht's. Okay, Verstecken hat geklappt, das ist sehr gut. Ja, die Baumspinne, die ist doch nicht so geschickt wie gedacht. Thusnelda hat jedenfalls einen Goblin gefunden. Und jetzt sehen wir auch, Thusnelda sucht eine neue Herausforderung. Das ist diese Angriffskette, die sie hat. Sie hat also, nachdem sie einen Gegner besiegt hat, die Möglichkeit, einen weiteren noch anzugreifen. Das hat jetzt halt, den zweiten hat sie dann nicht mehr getroffen, ist aber nicht schlimm. Hier hat man es auf jeden Fall einmal schon mal sehen können, diese Fähigkeit. Sehr schön. So, aus dem Hinterhalt der Angriff und die Zauberer, ich werde jetzt mal ein bisschen übermütig, werden mit ihren Wurfmessern werfen. Ja, Juliette aus dem Hintergrund. Zack, die Baumspinne hat ebenfalls einen Goblin getötet. Gertraud hat nicht getroffen. Mit ihrem Wurfmesser Agnescha auch nicht. Aber einer ist nur noch da und jetzt werfen wir alles nach vorne. Zack, Hagen. Macht es. 274 Erfahrungspunkte, 46 Gold. Wunderbar. Was wir jetzt machen werden, wir werden die Bardin wieder nach vorne holen. Das machen wir, indem wir einfach per Drag and Drop den Namen anklicken, mit der Maus ein bisschen nach links ziehen und dann können wir sie an die Stelle, an die sie gehen soll, schieben. So, jetzt ist es schon wieder dunkel geworden. Das kommt davon, wenn sich die Kämpfe so lange hinziehen. Die Frage wäre natürlich, sollen wir vielleicht noch ein paar mehr Fernwaffen uns besorgen? Wir sehen ja, dass Juliette, die Diebin, jetzt in Reihe 5, also in Reihe 2 auf Platz 5 ist. Und wenn sie sich nicht versteckt, kann sie eigentlich auch nicht angreifen aus der Ferne. Vielleicht wäre es also sinnvoll, ihr ein paar Wurfmesser mitzugeben. Jetzt haben wir aber schon Nacht. Das bedeutet, die Shops haben zu. Ich speichere jetzt erstmal. Und da es der Gruppe eigentlich ganz gut geht und das Lied der Heilung noch anhält, suche ich mir jetzt einfach mal auch ein paar neue Gegner. Wir gucken mal gerade auf die Karte. Hier unten befinden wir uns und offensichtlich geht der Weg hier hinten nach rechts, nach Osten weiter. Und hier im Westen ist eine kleine Brücke, die beschreite ich jetzt mal und schau mal, was da so ist. Dieser Teil der frühen äußeren Verteidigungsmauer wurde wieder aufgebaut, jedoch nicht von Menschen. Wie auch immer, er könnte euch zum Wachturm führen. Okay, Wachturm. Da hatte ja die Alea uns irgendwas zugesagt, dass wir da mal gucken sollen, um vielleicht ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Das machen wir jetzt mal. Wir gehen durch diese Tür und werden sofort von zwei Schlangen begrüßt. Naja gut,
Mambas, das Vergnügen hatten wir noch nicht. Vielleicht sind die giftig. Wir versuchen es erstmal ohne besondere Taktik. Okay, die Baumspinne mag Mambas auch nicht und hat sich direkt mal eine vorgenommen. Ja, die grüne Mamba trifft nicht und Hagen trifft. Wunderbar. Das ist sehr schön. Weiter geht's. Oh, vier Baumspinnen. Die sind jetzt aber noch 30 Fuß entfernt. Da hätten wir gute Chancen wegzurennen. Die Frage ist, ob wir es mit vier aufnehmen können. Weil, wenn man sich hier vorne, ja, wenn man sich die Spinne so anguckt, die könnte schon giftiger sein. Allerdings wissen wir jetzt auch, was für Charaktereigenschaften so eine Baumspinne hat. Die hat nämlich Rüstungsschutz 8 und so ungefähr 10 Lebenspunkte. Weil wir haben ja eine bei uns. Und daraus können wir schon Schlüsse ziehen, wie denn diese Gegner hier so sind. Okay, wir lassen es drauf ankommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, weil die Baumspinnen müssen ja erstmal an uns herankommen. Die können sich nämlich aus der 30er Entfernung können die nicht angreifen. Die müssen also erstmal näher kommen. Das werden wir gleich auch sehen. Gut, vielleicht sind sie ja so schnell und werden uns erreichen, bevor wir überhaupt an der Reihe sind. In dem Fall gehe ich hier trotzdem schon mal auf Angriff, weil sollten die Spinnen zuerst in dieser Runde handeln dürfen und überbrücken die Entfernung direkt und erreichen uns, was ich jetzt noch nicht weiß, würden sie uns sozusagen in die Waffen reinlaufen. Und das ist gut und deswegen stelle ich alles auf Angriff. Der Dieb versteckt sich und die störenden Winde sollten wir auch wieder zaubern. So, Juliette hat es nicht geschafft, sich zu verstecken. Unsere Baumspinne beißt zu. Jetzt kommen die näher. Und scheinbar, Thusnelda hat getroffen. Das bedeutet, die haben tatsächlich die 20 Fuß überbrückt. Die sind also jetzt nicht mehr bei 30, sondern bei 10. Soll heißen, die sind schnell. Die können nämlich 20 Fuß überbrücken und nicht nur 10 pro Runde näher kommen. So, wir sind geschützt durch den Zauber und werden jetzt unsere Standardangriffe weiter vorführen. Der Dieb wird sich verstecken und die Zauberer werfen ihre Wurfmesser. Und dann schauen wir mal, ob das klappt. Verstecken hat geklappt. Autsch. Okay, wir sehen, die Baumspinnen sind nicht ganz so schlecht. Zwei haben uns schon getroffen. Aber die Rache folgt auf dem Fuße. Aus dem Hinterhalt ein Angriff von Juliette und trifft. Wunderbar. Kritischer Treffer heißt, der Schaden wird verdoppelt und der Gegner stirbt. Perfekt. Wir haben weitere Erfahrung gesammelt. Ich speichere das Spiel noch einmal. Speichern ist wirklich wichtig. Und schau mal, wieso hier der Stand ist. 1100 von 1800. Gold haben wir auch schon einiges. Ich sammle mal die gesamte Gruppe 1800. Das ist doch fein. Weiter geht's. Es sei zu erwähnen, dass während der Nacht die Gegner stärker sind und einem auch Gegner begegnen können, die man tagsüber nicht sieht. Jetzt stehen wir hier vor dem Turm und dann, ja, betreten wir ihn noch einfach mal. Ihr steht vor dem alten Wachturm. Den frischen Spuren am Eingang nach zu urteilen, ist er nicht länger verlassen. Möchtet ihr den Turm betreten? Ja, dann machen wir das mal. Und wir stehen in einem verlassenen Turm. Ich rufe die Karte auf und sehe, okay, man sieht noch nicht viel. Außer dass es hier, wo ich stehe, auch wieder zurückgeht. Der Turm ist offensichtlich erleuchtet, sonst hätten wir nämlich eine Lichtquelle anmachen müssen. Ja, das Lied von Christine ist jetzt leider gerade verschwunden. Das Notensymbol ist verschwunden. Und wir schauen jetzt mal. Wir wissen ja, dass ihre Stimme schon wieder nicht geölt ist, weil nach dem Bierchen hat sie ja direkt das nächste Lied gespielt. Das heißt, sie hat keine Lieder übrig. Könnte uns im Kampf aber wichtig werden. Deswegen schaue ich jetzt mal gerade, welcher unserer Charaktere noch was zu trinken dabei hatte. Und das war Hagen. Der hat nämlich den Weinschlauch. Und damit unsere Bardin daraus trinken kann, geben wir ihr den Weinschlauch. Beim Handeln sieht man übrigens, dass man auch an die Kreaturen, die man so mitnimmt, Gegenstände verteilen kann. Oh, hier fehlt eine Übersetzung, wie ich sehe. Aber da hat man zu diesem Zeitpunkt noch nichts von. Es hebt deren Moral ein wenig. Sie werden sich dann nicht so schnell gegen die Gruppe wenden, aber dann ist es erstmal weg. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass unsere Bardin Christine den Weinschlauch kriegt und wir werden auch sofort einmal einen Schluck daraus trinken. Ich benutze also den Gegenstand Weinschlauch und Christine hat ihre Stimme gereinigt. So, und jetzt schauen wir uns mal um.
Im Inneren des Turms ist die Luft schwer und gefüllt mit einem tödlichen Gestank. Uah. Wir sehen, wenn wir uns nach rechts wenden, eine Treppe, die nach oben geht. Das ist die Tür, die geht zum Ausgang des Turms. Und hier ist eine Treppe, die nach unten geht. Und vor uns ist ein Tisch mit einer Flasche da drauf. Da kann man aber nichts mit anfangen. Das scheint nur Dekoration zu sein. Ich gehe mal einmal um den Tisch drumherum. Okay. Auf der anderen Seite schaue ich mal. Und damit habe ich im Endeffekt auch diesen kleinen Raum schon erforscht. Ja, wo geht man zuerst hin? Treppe runter, Treppe hoch. Es ist ein Turm. Ich schaue mich mal unten um. Nahe der Kellertreppe wird der Geruch stärker. Oha. Gut, möchtet ihr hinabsteigen? Ja, das möchten wir. Und sind jetzt eine Etage tiefer. Das wird auf derselben Karte angezeigt und ihr seht, wo Treppen sind, sieht man das mit grünen Pfeilen. Der Keller scheint zum Einkerkern von Verbrechern benutzt worden zu sein. Dem Geruch nach ist das noch nicht lange her. Okay. Und hier gibt es eine Begegnung. Da befindet sich wohl eine Giftschlange im Keller. Nun, ich habe nicht vor, irgendwelche Zaubersprüche gegen einen Gegner einzusetzen, deswegen würde ich jetzt direkt auf Sturmangriff gehen. Ihr seht aber auch, da die Giftschlange 20 Fuß entfernt ist, kommt jetzt die Option annähern auch in Frage. Wir könnten uns ihr nähern, aber dann hätte sie einen freien Angriff, weil erst nähern wir uns und sie kann abwarten und uns dann angreifen. Das wollen wir nicht. Wir gehen alle auf Angriff und schauen mal, wie es so funktioniert. Es funktioniert nicht, weil die Giftschlange einfach abwartet, bis wir unsere Schläge gemacht haben und dann näher kommt. Ganz genau. Gut, hat uns nichts gebracht. Nichtsdestotrotz, jetzt steht sie vor uns und die erste Reihe darf draufhauen. Thusnelda trifft, Hagen nicht. Juliette trifft natürlich nicht, weil sie ist Diebin und auf Platz 5, das heißt in der zweiten Reihe. Damit sie treffen könnte, müssten wir sie erst verstecken. So. Die Schlange ist weg, aber sie hat wohl eine Schatzkiste bewacht. Da haben wir auch mehrere Möglichkeiten. Wir können es aufbrechen, wir können wieder Schlösser öffnen und gelangen damit zu diesem Schlösseröffnen-Spiel, was wir schon mal hatten. Wir können einen Gegenstand benutzen. Es gibt einen Dietrich in diesem Spiel, mit dem kann man was öffnen. Oder wir können den Trap-Zauber zaubern. Das klicke ich mal an. Und jetzt werden mir die Zauberer angezeigt, die diesen Zauberspruch kennen. Das ist nur Agnieszka. Die hat zwar nicht mehr viele Spruchpunkte, aber wir machen das mal und wir sehen, der kostet 2 Spruchpunkte. Dafür umgehen wir Fallen, die da eventuell enthalten sein könnten. Und in der Truhe befanden sich ein bisschen Gold und Gegengift. Außerdem erhalten wir Erfahrungspunkte. So, ich speichere nochmal und ja, ich habe es gesehen, sie hat nur noch 5 Spruchpunkte, die Agnescha. Das wird uns nicht mehr sehr viel weiterbringen hier unten in diesem Verlies. So, jetzt bin ich auch diesen Raum einmal abgegangen. Oha, und das ist wohl scheinbar eine Zufallsbegegnung. Verfaulte Ratten. Naja, die sehen auch nicht mehr ganz gut aus. Aber es geht um Erfahrungspunkte, deswegen kämpfen wir. Und jetzt machen wir das wieder etwas taktischer. Ich kann die noch nicht einschätzen, diese Ratten. Deswegen werden wir das Lied der Heilung, das Lied des Lebens spielen. Die Diebin wird sich verstecken. Agnieszka wird ihre letzten Zauberspruchpunkte nehmen, um die störenden Winde herbeizurufen. Und Gertraud wird mit ihrem Wurfmesser angreifen. Juliette schafft es, sich zu verstecken. Hagen trifft tödlich. Sehr gut. Ja, die verfaulten Ratten scheinen nicht ganz so treffsicher zu sein. Das kommt mir entgegen. So, jetzt kommen die störenden Winde, damit werden die Ratten noch schlechter treffen. Und so vom Gefühl her haben die nicht viel Schaden angerichtet, deswegen werde ich die zweite Runde mal komplett mit Sturmangriff verbringen. So, das heißt auch Juliette darf aus dem Hintergrund angreifen, das macht sie, trifft eine Ratte tödlich. Auch die Baumspinne trifft eine Ratte tödlich. Oh, die Baumspinne ist doch gar nicht so schlecht, wie es aussieht. Na, Hagen schafft es nicht ganz. Ganz schön zähe, verfaulte Ratten. Unsere Baumspinne hat Schaden abgekriegt, das ignorieren wir. So, Thusnelda tötet eine und sucht eine neue Herausforderung, trifft aber die zweite Ratte nicht. Das war wieder dieser Kettenangriff, die Kettenangriffsfähigkeit. Wir haben es geschafft, 154 Erfahrungspunkte und 18 Gold. So, ach ja, genau, bei der Baumspinne.
Die hat natürlich keine Erfahrungspunkte, die ich jetzt prüfen kann, aber man sieht, die Kreatur ist verschlagen. Das ist ein Hinweis darauf, dass die nicht endlos für uns kämpfen wird, sondern irgendwann hat sie die Nase voll von uns und wird sich gegen die Gruppe wenden. 1300 von 1300 von 1800, wir sollten mal langsam wieder an die Oberfläche gehen, denn Zauberspruchpunkte sind fast alle. Oh, hier kommt nochmal ein Kampf und mit vier Goblinwachen. Das ist jetzt nicht so schön. Das könnte meine Ressourcen etwas übersteigen. Ich versuch's mal mit Wegrennen. Hat geklappt. Und hier in der Ecke sehe ich noch etwas. Da steht nämlich, alte verwitterte Runen sind in die Steinwand gehauen. Das sagt du, drisch, keine Ahnung. Und ja, wenn man sich zu lange mit solchen Sachen aufhält, dann kann es sein, dass einen die Monster überraschen. Jetzt haben wir keine Chance mehr abzuhauen. Wir müssen kämpfen. Und dann hoffen wir mal, dass das klappt. Immerhin sind es 10 Gegner. Die verfaulten Ratten haben wir gerade kennengelernt. Die Blutratten jedoch, die kennen wir noch nicht. Das könnte schwierig werden. Ich versuche mal folgende Taktik. Wir gucken mal, wie der Angriff in der ersten Runde so läuft. Aber unsere Bardin, die wird erstmal ihre Kehle erneut reinigen. Oh, hatte sie das? Nee, ich glaube, sie hatte nach diesem aktuellen Lied noch nicht getrunken. Ich bin mir nicht sicher. Wir reinigen die Kehle und dann eventuell können wir nämlich mit dem Wanderliedchen uns aus der Affäre ziehen und dann doch fliehen. In der nächsten Runde dann. Juliette versteckt sich lieber mal und die Zauberer werden ihre Wurfmesser nicht werfen, denn wenn wir dann tatsächlich fliehen, dann sind die geworfenen Wurfmesser dann auch weg. Die können sie nicht wiederholen. Ja. Da bleibt uns nur die Verteidigung. Und ja, die Magierin. Heilen muss ich niemanden. Die Baumspinne ist ersetzbar, da würde ich keine Spruchpunkte für opfern. Wir könnten aber mal ein Schild aus Licht versuchen. Wobei, ja, 10 Gegner. Ich glaube, wir werden gleich fliehen müssen. Also verteidige ich auch mit Gertraud. Ah, Juliette hat es nicht geschafft, sich zu verstecken. Ja, jetzt kommen die Treffer rein. Die Blutratten scheinen doch nicht so treffsicher zu sein. Das stimmt mich ein bisschen optimistisch. Aber wenn jede Runde 10 Gegner angreifen, ja, nee, das sieht nicht ganz so gut aus. Ja, das war die Baumspinne. Hat uns gute Dienste geleistet. Ich werde sie aber nicht irgendwo wiederbeleben wollen und können. Ich versuch's nochmal mit Wegrennen. Ja, jetzt hat's geklappt, auch ohne dass ich ein Liedchen spielen musste. Und jetzt sehe ich mal ganz schnell zu, dass ich hier wieder rauskomme. Nehme also wieder die Leiter nach oben, die Treppe, und begebe mich nach außen. So, was machen wir mit der Baumspinne? Mit der können wir eigentlich nicht viel machen. Die behindert uns nur noch, deswegen werden wir sie entfernen. Das mache ich, indem ich den Namen anklicke und nach links ziehe. Ja, wir sollten die Überreste von Baumspinne zu einem Tempel bringen und zu Soda beten. Man kann Charaktere wiederbeleben gegen eine üppige Geldspende. Das machen wir mit so einem dahergelaufenen Monster nicht. Wir sollten uns lieber mal den Rest der Nacht eine Lagerstätte suchen, damit auch unsere Spruchpunkte irgendwann wieder regenerieren. Denn des Nachts regenerieren die nicht. So, das nächste. Vier tollwütige Wölfe. Mit denen können wir auch nichts anfangen. Laufen wir mal schnell weg. Der nächste kommt, ein Zauberkünstler. Ich möchte eigentlich auch gar nichts mit dem zu tun haben. Dummerweise hält er uns fest, er verfolgt uns sozusagen. Und wir können jetzt gerade nicht viel tun. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht gegen ihn kämpfen, weil Zauberkünstler sind dafür bekannt, dass sie aus der Ferne zaubern. Deswegen stelle ich die gesamte Gruppe mal auf Verteidigung. Schau, was der Zauberkünstler macht. Ja, er zaubert irgendwas. Offensichtlich kein Zauber, der gegen uns gerichtet ist. Dann versuche ich nochmal wegzurennen. Auch das klappt nicht. Ich werde dieselbe Taktik noch einmal benutzen. Und ein letztes Mal versuchen wegzurennen. Ja, das hat geklappt. Oh, die Morgendämmerung. Ja, der Himmel wird langsam heller. Nichtsdestotrotz möchte ich etwas heilen. Wir können mal versuchen, zu diesem zu dem Bachlauf zu kommen. Der ist nämlich hier, der uns eventuell heilen könnte.
Nein, Magie umfließt euch immer noch. Da müssen wir noch länger warten, der würde unsere Lebenspunkte regenerieren. Auch der Brunnen, der die Magie regeneriert, wird jetzt noch nicht wieder aufgeladen sein. Das Schöne ist, es wird Tag. Damit verschwinden die fieseren Monster. Es werden uns also nur noch Tagesmonster angreifen. Und gleich sollte Agnesha auch langsam wieder ihre Lebenspunkte regenerieren. Ich werde an dieser Stelle mal speichern. Und einmal schauen, wie viele Erfahrungspunkte wir noch brauchen. Ja, das sind nicht mehr ganz so viele. Gut, wir versuchen mal, ein paar schwache Monster noch zu finden und einfach mal ein bisschen zu grinden, wie man so schön sagt. Das heißt, Monster kloppen nur für Erfahrungspunkte ohne Sinn und Verstand. Eine Giftschlange. Sturmangriff. Ja, los geht's. Und damit wir uns das alles nicht so intensiv durchlesen müssen, werde ich jetzt den Text noch etwas schneller stellen. Haken hat sie erledigt. 30 Erfahrungspunkte. Und Christine findet eine Lampe. Sehr schön. Diese gefundenen Gegenstände kann man auch übrigens verkaufen. So, ich werde jetzt mal zu einem Ort in den Wäldern gehen, den... Ah, das Lied hat gerade aufgehört. Da verrate ich euch ein kleines Geheimnis. Durch diesen Baum hier kann man nämlich durchgehen. Das kann man feststellen, indem man es versucht, oder wenn man einen entsprechenden Zauber hat, der diese Illusionen sichtbar macht. Ich weiß es halt, dass hier ein Geheimgang ist, deswegen nutze ich den auch. Zauberkünstler sind mir immer suspekt. Wir versuchen jetzt mal gegen die anzukommen. Da wir aber nicht auf 30 Fuß angreifen können, müssen wir uns erstmal annähern. Das bedeutet, die Zauberkünstler haben eine freie Aktion. Oh, wir sehen, eine hat einen Einfrieren-Zauber gewirkt. Das ist das Gegenteil von den verstörenden Winden. Unsere Rüstungsklasse ist jetzt nach oben gestiegen. Sie ist schlechter geworden. Die werden uns besser treffen können. Nun ja. Da die Zauberkünstler aber lieber zaubern, anstatt anzugreifen im Nahkampf, werden wir das jetzt für die erledigen. Glücklicherweise wird der Zauber dieser Zauberkünstler nach dem Kampf wieder entfernt. Und da die ohnehin nicht vorhaben, uns im Nahkampf anzugreifen, ah, hier hat jemand einen Feuerstrahl gezaubert. Können wir da ruhig in den Nahkampf gehen. Juliette findet eine Waffe mit Fragezeichen. Das gucken wir uns jetzt direkt mal an. Da sieht man, sie kann diese Waffe auf jeden Fall nicht benutzen. Aber sie ist ein Dieb. Sie kann versuchen, die Waffe zu identifizieren. Wir versuchen das mal. Schafft sie nicht. Die Chance, eine Waffe zu identifizieren, ist 6%. Die wird mit jeder neuen Stufe steigen und dann kann sie es auch nochmal versuchen. Na, wenn ich auf Identifizieren mal draufklicke, dann steht da, hilft euch unbekannte Gegenstände, angezeigt durch ein Fragezeichen vor dem Namen, zu identifizieren und ihre Eigenschaften zu erkennen. Solange die Waffe nicht identifiziert ist, nützt sie uns nicht viel. Wir werden nämlich nicht rausfinden, wie viel Schaden sie verursacht. Also behalte ich sie erstmal. Fest steht, das ist keine Waffe, die Diebe nehmen können, denn das sieht man an dem Symbol vor der Waffe. So, wir schauen weiter, ob es hier in den Wäldern Herausforderungen gibt. Oh. Eure Feinde scheinen zahllos, ihre Geschichten unbekannt. Ihr seht fünf Marasken. Das ist eine kleine Hommage an das Schwarze Auge. Dort gab es nämlich die Maraske. Die wurde immer stärker, je länger oder ja, je besser die Spielergruppe auch war. Die gab es in verschiedenen Stärkegraden. Und auch bei Silversword ist es so, je höher die durchschnittliche Stufe der Gruppe ist, desto schwerer werden die Marasken, wenn man ihnen begegnet. Diese Marasken hier sind noch Stufe 1. Es sind fünf Stück. Ich weiß nicht, sollen wir es wagen? Okay, wir wagen es. Agnesha hat schon wieder fünf Spruchpunkte regeneriert. Es ist ja Tag. Damit können wir auch einmal den Rüstungsschutzzauber zaubern. Und das machen wir jetzt auch. Die störenden Winde. Und Gertraud macht erstmal nichts. So. Die Marasken sind noch zu weit weg. Immer noch. Die haben ja bei 40 Fuß waren die. Jetzt sind sie bei 20 Fuß, auch die, genau wie die Baumspinnen, können 20 Fuß pro Runde näher kommen. Naja, gut, haben sie noch nicht ganz geschafft. In der nächsten Runde sind sie da, aber dann sind wir bereit.
greifen an, greifen an, greifen an, greifen aus dem Hintergrund an. Ja, die kann jetzt auch nur noch mit dem Wurfmesser werfen. Und Gertraud behält ihre Spruchpunkte für etwaige Heilungen. So. Da Juliette im Hintergrund war, konnte sie schon vorher angreifen. Jetzt sind die Marasken in der ersten Reihe vor uns und wir versuchen es mit dem Sturmangriff. Immerhin nur noch vier da. Das läuft ganz gut. Kaum sag ich's, schon treffen sie uns. Sturmangriff bedeutet, dass auch Wurfwaffen eingesetzt werden. Ist also sehr praktisch. Werdet ihr häufiger benutzen beim Grinden, das heißt einfach nur beim Erfahrungspunkte sammeln. Das verkürzt die ganze Sache. Die Textgeschwindigkeit lässt sich noch mehr erhöhen. Das mache ich jetzt erstmal nicht, könnt ihr aber machen. Ihr seht nämlich am Ende jeder Runde ja das Ergebnis, indem ihr hier unten seht, wer einen Schaden erlitten hat und wer nicht. Und wenn ihr die Gegner kennt und einschätzen könnt, wie stark die sind, da muss man sich den ganzen Text auch nicht ständig durchlesen. Dann rate ich euch, die Textgeschwindigkeit auf höchste Stufe zu stellen. So, das waren 183 Erfahrungspunkte. So viel haben wir noch in keinem Kampf erhalten. Wunderbar. Wenn nochmal solche Marasken kommen, dann könnte es reichen. So, wir haben hier jetzt ein Gegengift bei Tusnelda, auch ein Gegengift bei Hagen. Christine hat eine Fackel, eine Lampe, einen Weinschlauch und sie hat Spinnenseide gefunden. Ist für irgendjemanden vielleicht wertvoll? Ja, werden wir mal sehen. Außerdem hat Juliette auch eine nicht identifizierte Waffe gefunden. Ach nee, Quatsch, das war die von eben, richtig. Agnesha hat ebenfalls Spinnenseide, genau. Wusste doch, da hat noch jemand was gelootet. So, das heißt, wir haben zweimal Spinnenseide. Na, gucken, was wir damit machen können. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter in den Wald. Immer wenn es da unten grün leuchtet, regenerieren sich Lebenspunkte oder Spruchpunkte. Ein tollwütiger Wolf. Da nähern wir uns an. Der Wolf kommt ebenfalls näher. So, der ist auf 30. Ich mache an dieser Stelle trotzdem schon mal den Sturmangriff. Falls nämlich der Wolf zuerst dran ist, dann wird er die Distanz auf 10 verkürzen und wird in unsere Klingen laufen. Falls nicht, naja. Jetzt kommt er näher. Ja, schade. Der Wolf hat anscheinend eine hohe Rüstungsklasse, den treffen wir nicht so einfach. Jetzt aber. Wunderbar. 70 Erfahrungspunkte für einen Gegner. Nicht schlecht. Die sind also schon einigermaßen gefährlich. Wir sehen jetzt, welchen Weg durch die Wälder wir gegangen sind. Sind hier aber jetzt am Ende des Ganges, in so einer kleinen Sackgasse. Deswegen gehe ich mal ein wenig zurück. Ja, irgendwo war hier nämlich noch ein geheimer Gang durch die Bäume. Hier geht es auf jeden Fall weiter, das sieht man. Und der nächste Gegner, die Giftschlange, die knöpfen wir uns vor. Wunderbar, 30 Erfahrungspunkte. Einmal kurz an der Karte noch orientieren. Ah ja, wir können jetzt hier runtergehen und hier geht es wohl weiter. Dann schauen wir mal. So, was ist hier passiert? Wir haben uns plötzlich gedreht. Wir haben eigentlich nach Osten geguckt, aber jetzt hat uns das Spiel nach Süden gedreht. Das liegt daran, dass genau auf diesem Feld ein kleiner Wirbel ist. Und wenn man sich nach Norden wendet auf diesem Wirbel, oh, läuft man in Skelette. Nun ja, wir versuchen's. Attacke. Attacke gilt auch für den Paladin. Der Bade greift ebenfalls an. Juliette versteckt sich. Wir brauchen die störenden Winde. Und vielleicht ein Wurfmesser. Und dann schauen wir mal, was passiert. Verstecken klappt. Die Skelette sind noch nicht in Reichweite. Aber jetzt. Ja, drei Spruchpunkte hat Agnesha noch. Das reicht für einen Feuerstrahl. Das machen wir. Oh. Kein tödlicher Treffer. Die scheinen einiges an Lebenspunkten zu haben. Und scheinen auch gut zu treffen.
Eieiei. Das gefällt mir nicht. Schauen wir mal. Ah, stopp. Juliette soll sich wieder verstecken. So, Agnieszka wirft das Wurfmesser und Gertraud kann sich mal langsam darauf vorbereiten, die Leute zu heilen. Ja, langsam wird's unlustig. Wir haben noch kein Skelett besiegt. Und die Leute verlieren hier ihre Lebenspunkte. Wir versuchen jetzt mal, das Lied des Lebens zu spielen. Der Dieb versucht sich zu verstecken. Agnieszka wird weiterhin ihr Wurfmesser werfen und wir fangen an zu heilen. Erstmal die mit den wenigsten Lebenspunkten, nämlich Thusnelda. So, Verstecken hat geklappt. Das Lied des Lebens passt. Thusnelda wird geheilt. Hoffen wir mal, dass wir etwas Glück haben. Am Ende der Runde greift das Lied und wird einen Charakter heilen. Angriff, Angriff, Angriff. Angriff aus dem Hinterhalt, Angriff mit dem Wurfmesser. Und mit dem Heilen warten wir jetzt gerade noch mal. Jawohl. Und das dritte. Ach, hervorragend. Und das vierte. Ja, perfekt. So, schöne Dinge passieren. Drei unserer Charaktere sind jetzt grün und haben ein Plus hinter ihrem Klassenkürzel. Das bedeutet, die Erfahrungspunkte reichen aus, um ein neues Level zu erreichen. Bei den dreien hier ist es noch nicht so. Das liegt daran, die brauchen nicht nur 1800, sondern 2000 Erfahrungspunkte. Aber diese restlichen 79, die holen wir uns auch noch. Ich speichere mal kurz das Spiel und ihr seht, ja, es ist Zeit, zur Trainingshalle zu eilen, ein neues Level wartet. Jubel Thusnelda. Wunderbar, ich jubel mit. Vorher schaue ich mir aber diese Schatztruhe an, die hier mitten im Wald steht, und gucke mal, ob wir die nicht geöffnet kriegen. Oh, Magie geht nicht. Dann versuchen wir es mit Schlösser öffnen. Dieb vor. Ah. Das sind schon zwei Knöpfe. Und ihr seht, dass dieser zweite nur ganz kurz aufblitzt. Das werden wir nicht schaffen. Also verlassen wir die Schatztruhe und kommen später wieder. Okay. Versuchen wir mal, uns den Weg zur Trainingshalle zu bahnen. Und vielleicht gibt es ja da noch. Oh, eine Zufallsbegegnung. Ich sehe gerade, dass ich Opfer von dem Wirbel geworden bin. Der Wirbel ist hier. Das schreibe ich mir mal auf. Und wenn man auf dem Wirbel steht, kann man sich aber in die gewünschte Richtung drehen und dann wieder zurückgehen, so wie ich das jetzt hier mache. Oh, da wollte ich durch den falschen Illusionsbaum, macht nichts. In dem Moment ist aber ein Fleischfresser auf uns aufmerksam geworden. Gut, das ist einer, wir haben noch keine Erfahrung mit ihm. Also Taktik wie gehabt. Dieb versteckt dich, Zauberer warten ab, lassen wir ihn erstmal näher kommen. Verstecken hat nicht geklappt. Der Fleischfresser lässt sich ein bisschen Zeit, aber kommt jetzt näher. Schafft nur 10 Fuß die Runde. Wir machen es mit dem Sturmangriff. Sind jetzt mal wieder übermütig. Offensichtlich scheint er auch nicht der schnellste zu sein, weil wir alle zuerst dran sind. Am Ende kommt er näher, aber jetzt werden wir ihn treffen. Oh. Der Fleischfresser kann zweimal draufhauen und verursacht gar nicht so wenig Schaden. Das waren 12. Oh, ich hoffe, ich habe mich nicht verschätzt. Nein, ich habe mich nicht verschätzt. Thusnelda rettet den Tag. 66 Erfahrungspunkte. Gleich haben wir es. Das muss doch zu schaffen sein. Zwei Felskriecher. Kennen wir nicht. Schaffen wir das? Wir schaffen das. Verstecken. Agnieszka zaubert die störenden Winde. Gertraud mit dem Wurfmesser. Der erste ist weg. Der Dieb aus dem Hintergrund. Nicht zu unterschätzen. Hagen und Christine besorgen den Rest. So, jetzt sind alle auf grün. Thusnelda findet unbekannt.
wieder ein Gegenstand, den man identifizieren kann, der einmal benutzbar ist. Das werden wir gleich machen, nachdem wir die neue Erfahrungsstufe erreicht haben. Ich speichere nochmal, weil ich mir eigentlich ungern jetzt die Erfahrungspunkte noch nehmen lassen möchte, zum Beispiel durch einen frühzeitigen Tod. So, jetzt eilen wir mal ganz schnell zur Trainingshalle und dann werden wir mal mit den Leuten dort sprechen, ob die immer noch meinen, dass wir keine Erfahrung haben. So, hier oben befand sich die Trainingshalle. Ja, wir sind jetzt einmal von hier unten durch und bis nach hier oben gegangen. Willkommen, Schüler. Was wollt ihr? Charakter steigern. Und jetzt sehen wir auch alle unsere Charaktere zur Auswahl. Wir fangen mit Thusnelda mal an. Thusnelda ist ein Level aufgestiegen. Willkommen auf Level 2. Lebenspunkte sind um 6 gestiegen. Glück ist um 1 gestiegen. Sehr schön. Außerdem, da sie ein Mönch ist, sinkt die Rüstungsklasse mit jedem Level, nur bei Mönchen ist das so, um 1. Sie kann also jetzt nicht mehr so einfach getroffen werden. Perfekt. 6 Lebenspunkte mehr. Das freut uns. Weiter geht's mit Hagen. Hagen ist aufgestiegen. Lebenspunkte sind um 14 gestiegen. Spruchpunkte sind um 4 gestiegen. Und die Konstitution ist um 1 gestiegen. Sehr gut. Christine bekommt 13 Lebenspunkte und ebenfalls Konstitution dabei. Das ist wunderbar, denn je höher die Konstitution, desto mehr Lebenspunkte gibt es auch in jedem neuen Level. Juliette bekommt 6 Lebenspunkte und einen auf Geschick. Das ist auch gut, weil die Steigerung von Geschick beschert ihr ebenfalls eine niedrigere Rüstungsklasse. Unsere beiden Zauberer bekommen 7 Spruchpunkte, Lebenspunkte und ein Glück. Und ebenfalls 7 Spruchpunkte, aber in diesem Fall nur 2 Lebenspunkte. Ist nicht so schlimm. Die kämpfen ja ohnehin nicht vorne in der ersten Reihe. Damit hätten wir das. Wir können jetzt keinen Charakter mehr steigern. Neue Zauber gibt es auch noch nicht. Die gibt es nämlich erst bei Stufe 3. Klasse wechseln steht auch noch gar nicht zur Diskussion. So, auch hier werde ich jetzt einmal das Spiel speichern. Und zwei Dinge schauen wir uns jetzt an. Das erste ist, unser Mönch ist Stufe 2. Das bedeutet, dass die Fähigkeit der Angriffsfolge von 2% auf 6% gestiegen ist. Und das bedeutet, dass sie nicht mehr nur 1d2 Schaden pro Angriff macht, sondern 2d2. Das heißt, zweimal zufällig 1 bis 2 Schaden macht also 2 bis 4 Schaden. Ist immerhin schon mehr als vorher. Und die zweite Geschichte ist, wir gucken uns mal die Bardin an. Dort sehen wir nämlich jetzt, dass sie zwei Lieder spielen kann, bevor sie ihre Stimme ölen muss. Und ja, wenn ich schon dabei bin, schaue ich mal gerade bei Juliette rein. Bei Juliette ist es so, sie hat die Identifizieren-Fähigkeit ebenfalls jetzt steigern können. Die ist bei 10%. Und jetzt können wir nochmal versuchen, diese unbekannte Waffe zu identifizieren. Und jetzt klappt das auch. Und wir sehen, es ist ein Streitkolben. Der Friedensstifter. Schaden 1d6 plus 1, also eine Zahl zwischen 1 und 6, plus 1, 2 bis 7. RNG heißt, welche Reichweite das hat, also Range 1. Wir können also nur Gegner, die direkt vor uns stehen, damit angreifen. Nun, wir schauen mal gerade, was für eine Waffe denn Juliette. Ah, ich sehe gerade, den Streitkolben kann sie ja gar nicht führen. Aber das rostige Kurzschwert hat dieselben Werte, deswegen ist es uninteressant, diesen Streitkolben irgendjemandem zu geben. Wir könnten Thusnelda den Streitkolben geben, aber ein Mönch kann damit gar nicht umgehen. Maximal der Paladin, der hat aber ebenfalls schon ein Kurzschwert, was denselben Schaden verursacht. Das heißt, diesen Streitkolben können wir verkaufen. Apropos verkaufen, wir gehen jetzt sowieso mal zum Händler und schauen uns an, was von unserem ganzen Kram, den wir da gefunden haben, wir wirklich nicht brauchen und auch verkaufen können. Also, Gegenstände verkaufen. Thusnelda. Wir haben hier was Unbekanntes. Okay, sollte ich erst identifizieren, kostet 2 Gold oder bringt uns 2 Gold, ist einmal benutzbar. Nun ja, wenn wir uns das mal angucken, es könnte eine Fackel sein, das ist das Wahrscheinlichste. Interessiert mich jetzt nicht, will ich verkaufen? Das Gegengift möchte ich noch behalten. Ihr seht, 125 Gold würde das bringen, ist also relativ wertvoll und haben es besser als brauchen. Wir warten mal. Genau, hier sieht man auch die identifizierte Fackel. Zwei Goldstücke, auch die verkaufen wir. Wir haben ja noch eine Lampe. Den Weinschlauch behalten wir natürlich. Die Spinnenseide könnten wir verkaufen.
Aber ich weiß, dass es jemanden gibt, der diese Spinnenseide sammelt. Und den suchen wir gleich mal. So, wer hat noch was zu verkaufen? Juliette, den Streitkolben. Ja, den verkaufen wir auch. Und Agnescha hat nichts. Gertraud hat auch nichts. Das war's. Wir verlassen den Laden. Wir schauen einmal, wie viel Gold wir jetzt insgesamt haben. 2300. Das ist gut. Wir brauchen nämlich auf der nächsten Stufe einiges an Gold, um neue Zaubersprüche zu kaufen. So viel kann ich schon mal verraten. So, was hat es denn jetzt mit der Bank auf sich? Das zeige ich euch jetzt mal gerade. Wenn wir Gold in die Bank legen, dann können wir bei Händlern direkt dieses Gold von der Bank abholen. Wir brauchen das also gar nicht mehr mit einem bestimmten Charakter in die Hand geben, sondern wir können immer auf diesen Bankaccount zugreifen. Und aus diesem Grunde werden wir jetzt mal Gold einzahlen, nämlich alles, was wir haben. Ich gebe einfach mal einen höheren Wert ein. Und damit wird das gesamte Gold auf unser Konto eingezahlt. Hat den Vorteil, niemand kann es uns klauen. Ja, man kann auch hier beklaut werden. Und beim Händler, wie gesagt, können wir direkt auf den Bankaccount zugreifen. Ähnlich wie mit einer EC-Karte. So, unsere frisch gebackene Stufe 2-Gruppe braucht mehr Erfahrungspunkte und vor allem braucht sie auch eine bessere Rüstung. Denn in diese Rüstungsklasse 5 und 6, das ist echt nicht gut. Dummerweise hat der Rüstungshändler hier unten in der Ecke auch nicht viel zu bieten an Rüstung. Das heißt, wir müssen entweder einen neuen Rüstungshändler finden oder weitere Stufen aufsteigen und Neurüstung bei den Kreaturen, die wir erlegen, finden. So, das wär's erstmal. Weiter geht's dann demnächst mit einer Stufe 2-Gruppe.